Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Minecraft Yoshi's Survival. Viel Spaß beim Zuschauen! So, dann wollen wir jetzt hier mal direkt weitermachen. Und zwar kommt jetzt hier, lasse ich mal Platz für ein Fenster. Genau. Da lasse ich Platz für ein Fenster. Ja, und hier hinten habe ich natürlich, wie sagt man so schön, auf Kies gefurzt. Das tun wir mal weg. So. So ungefähr muss das sein, ne? Genau, hier ist nämlich dann der Ausgang. So, die Wand hier, die müssen wir auch noch so ein bisschen verschönern. Yeah. Ich glaube, da schon wieder ein Lehm raus, eine Erde raus, das ist ja Wahnsinn. Einmal kurz zu viel drauf gedrückt. Ah, da ist noch einer zu viel. Genau, dann komme ich nämlich hier oben raus. Die sollte noch weg, ne? Genau. Und dann geht das hier runter. Wie weit kann ich denn die Decke zumachen? Mal gucken. Ein bisschen schöner machen. Hier machen wir es auch ein bisschen schöner. Indem ich hier eine Treppe oben ansetze. So. Ich mal was. Ja, da komme ich nicht mehr durch. Okay. Ich hätte da gerne noch ein bisschen mehr Decke gehabt, aber das hat nicht funktioniert. So. Dann muss ich das hier auch gerade lassen. Hier kommt dann die nächste Schräge dran. Hoffe ich. Denke ich. Passt nicht. Fixt. Ja. Ja, auf die Weise sieht das Ganze auch ein bisschen, ja, einladender aus hier. Muss ja nicht alles immer so eng und gierig sein. So. Ah, da ist. Ich komme jetzt hier runter. Darunter. Hier muss ich nach, natürlich nach oben das, das Dach oben noch ein bisschen weiter ausbauen. Das heißt die Decke. Und natürlich noch Licht reinbringen und Fenster und eine Tür. So. Dann bin ich hier auf dieser Terrasse und von hier muss ich da runter auf die zukünftigen Dachgarten von meiner von meinem Lager. Also machen wir erstmal hier das Ding fertig. Treppchen dran. Gefühl, das wird immer höher, kann das sein? 1, 2, 3. Nö, passt. 1, 2, 3. Hier bin ich schon auf 4. Will er nicht was. Also doch so.
Irgendwas passt mir hier noch nicht. Wohl. Sieht eigentlich vernünftig auch so. Man hat wenigstens das Gefühl, dass man so ein bisschen Platz über dem Kopf hat hier. Und dann setze ich nämlich hier eine Fackel hin. Quatsch. Hier eine Fackel hin. Und da kommt hier noch. So. Das sollte als Licht hier unten ausreichend sein. Das bleibt mehr oder weniger offen. Da setze ich nämlich jetzt einfach hier so eine Stückchen Mauer hin. Na komm her. So. Eine Fackel, noch eine Fackel. Eine. Da und da. So. Das reicht doch zur Ausleuchtung. Dann brauche ich im Haus nämlich keine mehr anbringen. Sehr schön. Was mit dem Granit? Ja, der Gedanke war gut, aber Niederziegel wäre besser gewesen. So, einmal runter. Dann setze ich die Tür erstmal hier unten hin. Zack. So, da verpasse ich innen nämlich dann auch noch eine Druckplatte. Am Fenster rein. Hier geht es dann nämlich runter. Da will ich jetzt so eine richtige schöne verwegene Treppe hinmachen. So, so. Ein bisschen kreuz und quer über den Hang. Offen nach außen. Das richtig wehtut, wenn man sich verläuft, oder? Da wäre ich für. Schon weh, wenn man da runter guckt, alleine schon. Mann. Ich will schon gar nicht mehr runterlaufen. Wie sieht das denn hier aus? Das gefällt aber noch nicht. Oh. Falsche Spitzhacke benutzt. Die mit Behutsamkeit ist ja eigentlich anderen Arbeiten versprochen. So, dann marschieren wir nochmal hier durch und holen uns ein bisschen Material. Apropos, wenn ich das jetzt schon mal habe, kann ich mir auch für unten schon mal eine Druckplatte machen. So, ein bisschen schneller hier. Da ist es. Und Snederziegel. Da waren die Öfen eine Zeit lang mit beschäftigt. Ja, aber so viel brauche ich doch gar nicht. Brauche genau eine. So. Und eine Tür noch. Da. Eine Eichenholztür.
Ich glaube, ich gehe da hinten raus. Das passt am besten. So, hier rüber. Ey, das kann ich auch noch machen, oder? Noch so einen kleinen Weg rüber und hier eine Leiter hoch. Später. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt hier mit so einer Leiteraufwarte passt das doch. So, erstmal muss der Baum hier weg, damit ich die Struktur von dem Hang erkenne. So reicht es. Der Rest löst sich von allein. Der Rest löst sich von alleine auf, wollte ich sagen. Noch Baum hier. So. So, das heißt, an der Stelle komme ich runter. Das Lustige ist ja, dass ich das hier ursprünglich gar nicht vorgesehen hatte, diese zusätzliche Terrasse da. Ich wollte einfach nur so eine doofe Treppe hier runterbauen, aber warum? Warum nicht? Na komm, weg da. Der muss auch noch weg. Ich mach schon wieder nicht wieder, was ich geplant habe. Ne? Man sieht's. Ich mache schon wieder hier so einen zweiten hin. So, weiß nicht, ob das so passt. Muss ich mal gucken. Nö, natürlich nicht. Beim Bauen aber aufpassen, dass ich hier nicht wieder runter segel. Darunter fällt es Feierabend. Jetzt kommt hier nämlich direkt die Treppe hin. Das so schön haben wollte, ohne Netz und doppelten Boden. Mach keinen Scheiß. Mal. Ah, vorsichtig zur Kante hier rüber. Das Problem ist, ich muss da ja auch noch einmal dran. Hinten lasse ich das nämlich auf gar keinen Fall offen. Also in diese Richtung hier, die mache ich auf jeden Fall in einem Zaun zu. So. Und erst hier darf es dann wieder in unbekannte Tiefen gehen. Heißt aber auch, damit das vernünftig ausschaut, darf ich und dann muss ich bis hier runter mit dem Bruchstein gehen.
an der Stelle passt es wieder nicht. So. Passt sowieso nicht, weil ich hier nicht hochkomme. Jetzt passt das wieder. Genau. So, einen Schluck Kiffchen, einen Schluck Kaffee dazu. Mein eigener Survival-Drink hier. Wen habe ich denn da? Dom Cedric. Hallo, wie geht's dir? Hab ich doch richtig gelesen? Ja, ja. Doch, meine ich doch, ne? Richtig ausgesprochen, dein Name. So, auf, dann baue ich das jetzt erstmal hier eine Gerade und dann kommt das nächste, die nächste Treppe darunter. Aha. Endlich mal eine Treppe, die so nicht so ganz so abgesichert ist, wie man das so von mir kennt. No risk, no fun. Genau, das bleibt nämlich hier offen. Das heißt, hier geht es dann runter bis nach hier. Das ist ungefähr mittig. Ich sehe, wenn ich noch weiter zurückgehe, fahre ich runter. Ah, 1, 2, 3. Ich glaube eher hier, ne? Jo. So. Hier geht es jetzt wieder ein nach außen. Ohne Absturz, wenn es geht. Man erwischt sich immer dabei, dass man so Kopf hoch und versucht über die Kante zu gucken. Wenn das denn mal klappen würde. Schon wieder halb am Verhungern hier, oh Gott. Das ist die viele Hin- und Herrennerei hier zwischen Lager und hier oben. Ungefähr, ne? Ja. So, das heißt, ich muss da unten auf der Terrasse ungefähr rauskommen. Ja, ist kaputt gemacht hier. Ja, dass das Problematische ist halt, dass ich hier immer irgendwie nach außen muss, beziehungsweise will, weil ich ja hier eine vernünftige Wand bauen möchte. Das soll ja ordentlich aussehen. Das klappt nicht so, wie es soll. Gemacht. Ja, natürlich wieder die Schippe genommen und zu lange auf den Knopf gedrückt, ne? Wie immer. So, hier geht es dann jetzt erstmal weiter runter. Kohle, wir haben Kohle.
Kohle in der Baustelle, das ist immer gut. Nebenbei noch ein bisschen Material finden, dann ist das natürlich immer eine super Sache. So, hier muss sowieso Felsengestein hin. Das heißt Bruchstein in dem Fall. Das wird böse, das wird ganz böse hier. Ich glaube, da werde ich noch so den einen oder anderen Absturz für riskieren müssen. Bis das alles so passt. Ungefähr so. Genau, da ist Ende. Das heißt, hier muss ich einen hinmachen und noch einen nach draußen. Wow. Geht das da weit runter? Das Skelett steht da unten und versucht mich hier oben zu treffen. Na, super. Das kann ja nichts werden. Wenn du mich hier oben triffst, gebe ich einen aus. Und? Doch gar nicht. Wie ging der denn? Warte mal. Töten, töten, töten. Mehr. Oh, was? Nicht mit mir. Ey, ich bin schon wieder überfüllt, aber maßlos. Was pfeffere ich denn jetzt mal weg? Ich muss mal hier so ein paar Eichensetzlinge und ein paar Schneebälle über Bord werfen. Da habe ich eh so viele von. So. So, jetzt baue ich das von unten auf. Jetzt schätze ich das mal ein. Das heißt so. Bis ungefähr da komme ich mit der nächsten Treppe runter. Genau. Mit der nächsten komme ich dann ungefähr bis hier unten hin. Das passt ganz gut. Das heißt. Das wäre die nächste Treppe und hier die Säule, das wird noch die Treppe da oben, wo ich gerade am Baum bin. Dran am Bauen bin. So. Den Berg werde ich auch noch ein bisschen dekorieren müssen an der Stelle.
Genau genommen müsste ich das eigentlich nach hier unten ein bisschen kleiner werden lassen, wegen dem Berg. Einmal den Bulldozer ansetzen hier. Oh, jetzt kann ich das ganze schöne Material nicht einsammeln, weil ich überfüllt bin. Das ist blöd. Das gefällt mir nicht. Guck mal, Spinne. Iss mich nicht. Langsam, zu langsam. Jetzt mal den Turbo einlegen wieder hier, ne? So, dann lassen wir als erstes noch ein bisschen Mauer verschwinden. Bruchstein werde ich reichlich brauchen. Das brauche ich. Eine Druckplatte brauche ich. Hier brauche ich. Treppe brauche ich auch. Brauche ich denn nicht mehr? Holz, Fleisch, Pfeile, Granit, Knochen. Sieht besser aus. Können wir da ein bisschen Wassermaterial aufnehmen. Falsche Richtung. Hier geht's hoch. Spinne ist verschwunden, ist bestimmt wieder irgendwo hochgeklettert. Sitzt bestimmt wieder oben bei mir auf der Terrasse rum. Sonstig. Ist ja einer der wenigen angriffslustigen Viecher, die das können, sich sonnen, ohne zu verbrennen, meine ich. Jetzt können wir wieder Erde aufnehmen und diverse andere Sachen. Jetzt muss ich mal schauen hier. Wow. Na, nicht den Stein, da oben die Erde.
Ja, das habe ich natürlich so in der Form, hatte ich mir das natürlich jetzt eigentlich gar nicht vorgestellt am Anfang, dass ich hier noch den halben Berg ein bisschen umbaue dafür, aber Björni war das schlimm. Es vergrößert hier unten die Möglichkeiten. Kann man nachher so einen richtig schönen, fetten, riesengroßen Garten rausmachen. Das sieht blöd aus. Schon mal gesagt. Noch Felsen rein. Stein. Oh, was haben wir hier noch? Kohle. Tut mir leid, aber die kann ich nicht liegen lassen. Das haut nicht. Das da oben, das muss ich auch noch ein bisschen weiter bearbeiten. Das mache ich mal eben. Schippe ist so geil. Wenn du wirklich Massen abtragen möchtest, ne? Haut da sowas von schnell weg. Und genauso wie die Spitzhacke bei dem Neter. Das ist echt der Wahnsinn. Könnte allerdings noch mal eben ein paar Steine erzeugen. So ein paar reine Steine abbauen mit Behutsamkeit hier. Dann habe ich auch gleich genug Material, um hier diese Lücken aufzufüllen. So, bei Tag kannst du das bringen, hier im Freien. Bei Nacht wäre das wirklich. Erklärung folgt auf dem Fuße. Die Skelette ballern mich sonst herunter. Das lieben. Wo sind sie denn? Ich habe die noch nicht eingesammelt, die Steine. Hier oben kann ich ja noch Erde einsetzen. Da kannst du so schnell mit runterbauen, dass das schon fast ein kontrollierter Absturz ist, ne? So, 7 Stück habe ich. Das sollte mich. Ich mache mal eben hier ein bisschen Platz. Das ist ja gar nicht. Warte mal, 7 Stück, die baue ich mal eben hier ein. Jetzt baue ich mich erstmal da hoch. Wieder hier so eine Sache. So, dann baue ich mich jetzt erstmal mit diesen Steinen da hoch. Irgendwelche Korrekturen kann ich immer noch machen, wenn ich mich mit der Treppe wieder runterbaue hier. So, kriegen wir doch schon wieder ein paar Materialslots frei hierbei.
Bist genau da, das passt nämlich auch, muss ich dann mit. Reicht das? Offen. Genau. Irgendwas passt da noch nicht oben. Irgendwas ist da noch nicht passend. So, hier renne ich nämlich an der Felskante lang, was eigentlich nicht weiter schlimm ist, aber ich mache das ein bisschen anders. Das passt mir noch nicht hier. Da muss noch eine andere Idee her. So, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, der Stream hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch ein Follow da. Und ein Like für die YouTube-Videos und ein Abo für den Kanal. Bis dann, macht's gut. Bye, bye.